So, und wieder ohne Worte, Beginn unter Wasser. Warum? Ihr habt es eben mitbekommen. Das war auch wirklich gerade eben. War kurz mal austreten, hab noch ein Stückchen getrunken. Übrigens, Leitungswasser. Ich trinke immer nur Leitungswasser. Muss man nicht so von aufstoßen. Es ist sehr kalorienarm und hier in der Gegend gut genug, dass man sich davon halt eben, ja, genau. So, ne? Aber schlecht war es trotzdem. Ich mach mal meinen Ja, das war ein klassischer Fail. Ich glaube, das mit dem Vierfachsucher, das lasse ich mal. Also Sniper bin ich eh noch keiner. Der Zweifachsucher wäre besser gewesen und damit hätte ich den wahrscheinlich weggeratzt. Aber ja, ne? So, das ist jetzt für heute die letzte Folge. Ich meine, die Folgen kommen ja täglich raus. Die werden momentan noch nicht so furchtbar oft gesehen. Deswegen gehe ich mal von aus, dass, ja, oh, nee, das machen wir nicht. So. Die Schule nehmen wir nicht. Wir nehmen wieder mal genau das. Wir nehmen die Bauernhäuser. Ich hoffe, das sind keine Scheunen. Das auch nicht, das will ich nicht, sondern. Wow. Sondern die da hinten. Ja, da wo alle hinwollen. Genau die. Nee, abgedreht, sehr schön. Wow, die haben abgedreht. Da drehe ich auch gleich ab. Juhu. Da kommen welche, aber später als ich. Obwohl, aber vielleicht näher ran. Ah, fuck. So, okay, es muss auch Kurzrunden geben. Aber das Gute an der kurzen Runde ist, egal wie, auch wenn ich wieder als erstes sterbe. Komme ich darüber? Nein, super. Das heißt, ich gehe außen rum. Ich habe alles richtig gemacht. Jetzt gehen wir in das Haus, weil das ist auf jeden Fall völlig ohne Waffe. Oh, Glück gehabt. Eine Blendgranate wollte ich nicht. Ich will die. Die. Laden wir. Das dauert so lang. Der, ist der deswegen nicht so beliebt, der Revolver? Hm? Hat er Vorteile, wenn er solche Nachteile hat? Da ist eine. Das ist Schrotmunition, aber keine Schrotflinte. Ist die hier drin, zusammen mit einem netten Menschen? Nein. Also weiter. Auf die Gefahr hin, dass da einer ist, aber ich habe eine Pist. Ich habe einen Revolver. Der ist wirklich nicht zu gebrauchen. Das ist eine Waffe, ja. Polizeiweste. Der Rucksack ist der gleiche. Rotpunktvisier. Passt auf die Pistole, aber. Naja, als ich gesagt habe, der passt auf alles außer auf die Machete. Die Machete mit Rotpunkt. Forschung ist klasse. War das, was offensichtlich ist, ich weiß, ein Scherz. Aber der Revolver, ich kann es probieren, aber es ist, wäre so hanebüchen. Ein Revolver mit Ziel. Obwohl bei Fallout habe ich das gesehen. Also, Upsa. So, nee, es hilft mir also alles sehr weiter. Wir gucken jetzt einfach mal. Nee, der hat außer dem Schalldämpfer, was ich auch schon dämlich finde, aber egal, hat der nix. Und da ist auch sonst nichts, außer eine offen gelassene Tür. Das war das Haus, in dem ich war. Das ist das Haus, in dem ich bin. Und da sind die Scheunen, wo ich hin möchte. Das sind gar keine Scheunen, das sind auch Häuser. Wenn jetzt hier einer ist, schauen wir mal, ob wir einen Zufallstreffer landen. Das ist eine neue Bauart. Stufe 2, ich habe eine 1er, glaube ich. Auf keinen Fall eine 3er. Was ist das? Was ist das? Vierfachsucher. Das ist das Ding, mit dem ich nicht zurechtkam, ne? Ne, ich lasse es jetzt auch. Das mit dem Sniper, das machen wir wann anders. Ne, ich nehme mit, komm. Ich bin nicht wahnsinnig. Und jetzt gucken wir mal, ob der. Der? Nee.
kaputt. So, da rein. Und dann. Ach, oh, ist doch alles ein bisschen größer. Ist zwar nichts drin, aber es ist groß. Okay, was ist das? Brillepunkt. Hm, noch mehr Munition für meine Lieblingswaffe. Blendefenster. Noch was unten. Ja gut, dann ist okay. Nein. Das sind doch hoffentlich... Es mag sein, dass ich mich waffentechnisch jetzt eigentlich verschlechtert habe. Aber ich mag das so einfach gerne. Noch mehr. Gepolsterte Jacke, immer wichtig, ne? Wisst ihr? Ja. So. Aha. Ist hier vielleicht noch irgendwas versteckt? Noch ein Vierfachsucher brauche ich nicht. Das ist das Energy Drink und das da, das ist doch auch was Tolles. Sanitätstasche ist auch toll. So, das heißt also, ich habe meine Lieblingswaffe. Ich bin... ja gut, ne? Also wenn ich ein Zirkel wäre, genau da würde ich ansetzen. Mhm. Also ich sitze hier eigentlich sehr gut. Auch wenn ich, naja... Soll ich es trotzdem wagen? Die Häuser sind groß. Machen wir so, als wären wir... Gut, ich meine, ich verarsche mich wahrscheinlich wieder selbst. Das wohl... Was war das? Nein, ich... Naja. Mhm. Gut, dann nehmen wir halt eben noch eine Schrote. Der Weste haben wir eine bessere. Schmerzmittel ist super. Das ist einer von diesen Boosts. So, 9 mm kann man nicht genug haben, weil vielleicht kriege ich ja noch... So, dann sollten wir die Schrote noch laden. Das sind so kleine Insider-Tipps. Aber das mache ich erst, wenn ich... Das ist kein Helm. Mündungsfeuerdämpfer ist was Schönes. Rotpunktvisier brauche ich definitiv nicht noch eins. Ich habe einen Vierfachsucher für alles andere. Und für meine Lieblingspistole. Ah, das ist so eine. Das ist okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwas drauf machen kann. Nee, natürlich nicht. Radikaler Handgriff geht auch nirgendwo. Den können wir eigentlich wegmachen. Mündungsdämpfer ist dafür auch. Mhm. Gut. So, hier im Raum ist es eigentlich eine ideale Waffe. Es ist nicht abgesägt. So, ach guck mal hier, aber wenn ich da rausschaue. Auch keiner. Das Auto geht nicht. Ein bisschen weiter weg. So. Komm her. Komm her. Gut.
Nachladen. Erste-Hilfe-Koffer nehmen. Nehmen. Und looten. Er ist am Bluten. Und zu looten. Was hat er? Wieso haben die. Ach, eigentlich habe ich auch alles, was ich brauche. Ist er gerade wieder angekommen? Das ist mein zweiter Kill. Ein Fenster hinter mir. Uiuiui, die Spannung. Also in Sachen Absprünge haben wir ja auch ein paar Mal gutes Glück gehabt. So, ja, stimmt, das war die Zirkelsache. Zirkel. Zirkel. Mittig in der Zone saß und schlief. Saß und schlief. Starker Kämpfer, bist du krank? Da, 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 da. So. Also. Es kann wirklich sein, dass es hier zum Showdown kommt. Und dann bin ich mit der Schrotflinte fantastisch ausgerüstet. Ich müsste noch ein bisschen besser schießen, klar. Oh, Fahrzeugexplosion. Habt ihr ja vor ein paar Folgen auch bei mir gesehen. Eine Mischung aus. Na, wie heißt es denn? Rocket League und Cobra 11. Habe ich Rocket League geschrieben? Auf dass ich nicht League of Legends geschrieben habe, kommt mir gerade so vor, was halt totaler Falsch, total Blödsinn wäre. Haben wir Neues? Also weit vom Zentrum weg habe ich mich nicht bewegt, ne? Also ich mich sowieso nicht. Aber die Zone hat mich lieb. Hier kann ich getrost, also kann ich getrost warten, bis einer kommt. Außer die Zone verschwindet noch woanders hin, aber das wird sehr spät sein. Also Chancen auf einen, naja, auf eine gebrauchbare Raute. 50 ist ja nicht so toll, aber. Darf nur keinen Fehler machen. Nee, ich muss jetzt einfach Geduld haben. Und hören. Ist auch wieder ein bisschen lauter. Aha, da ist jemand mit dem Fahrzeug überfahren worden. So. Zigarette, weil es ist nichts zu hören. Der Dampf macht die Stimme auch dunkler. Das war also jetzt kein Soundeffekt, sondern wirklich, wenn man diesen Dampf ausatmet, dabei spricht, dann hat es genau diesen Effekt. Ja. Das geht mit dem Rauchen nicht. Glaube ich, habe nie geraucht. Aber das ist eine ganz lange andere Geschichte und vielleicht gibt es da auf meinem anderen Kanal irgendwann mal was dazu, aber da habe ich einen sehr guten Freund, der ja, der da Experte ist. Ah, den sehe ich am Freitag wieder. Freue ich mich drauf. Falls du es mal siehst, ne, du weißt, wer gemeint ist, ne? Dein Kanal habe ich ja auf meinem anderen Kanal schon mal verlinkt. Ja, ich freue mich. Er wird rund, also geburtstagsmäßig. Das bringt gar nichts. Was ist eigentlich, wenn ich das mit V mache? Gefällt mir besser. Gefällt mir besser. Das ist toll. Dann fühle ich mich nicht so beteiligt. Das klingt jetzt doof, aber ja.
Das ist so still. Habe ich was verpasst? Nee, immer noch super Zone. Super. Ich werde vielleicht irgendwann mal das mit den mit der First Person. War da was? Wo ich bleiben. Bequeme Maushand. Das mit dem First Person mal probieren, dauerhaft zu machen. Volle Energie, volle Knarre und voll gutes Versteck. Aber das war kein Schritt, das war ein Schuss. Gut. Nach dieser Runde werden wir uns auf jeden Fall nochmal unsere Kiste abholen. Ich habe jetzt doch genug zusammen für die nächste. Hätte ich auch geschafft, wenn ich jetzt nochmal Raute 94 gemacht hätte. Aber ich glaube, diesmal wird die Zahl deutlich kleiner. Also privat campe ich gar nicht. Also ich habe nicht mal ein Zelt. Ist das jetzt der Puls in meinem Ohr, der mich da ablenkt, oder kommt da jemand? Da wird jemand in der Nähe geschrotet, das ist richtig. In dem Fall also nicht mit der Schrotflinte, sondern er wird zu Schrotmunition verarbeitet, die aber dann zu weich ist. Außer die Knochen. Aber das ist jetzt wiederum was, dann mehr was für Übersinnliches, ja. Ja, herein. Ah ja, oh, Allrounder. Hat da jemanden getötet, super. Da kommt jemand. Uhu. Ich habe Schritte gehört. Und durch diese hohle Gasse muss er kommen. Ich hasse diese Flugzeuge, weil sie so laut sind. Lass den Endkampf hier stattfinden. Bitte, bitte, bitte. Wenn ich jetzt hier raus muss, dann. Okay. Ja, Leute, ne? Jetzt wird's eng. Jetzt gibt's noch mehr Tote. Dieses Haus kristallisiert sich wohl als eine gute Zuflucht. Außer. Jawohl. 35 übrig. Ganz in meiner Nähe wurde jemand erschossen. Das heißt, es waren zwei in meiner Nähe. Und einer von beiden kommt jetzt hier hoch, um sich auch töten zu lassen. Der kriegt auch noch Unterstützung. Durch jemand Drittes. Der ist draußen und schießt auf das Auto. Schön. Frage ist, Schrote oder. Nee, doch, Leute, es tut mir leid. Aber ich wechsle auf die Pistole. Die schießt schneller. Macht nicht so viel Schaden, aber mit zweimal Kopf. Weil, wie gesagt, das hat schon so oft geklappt. Was passiert eigentlich, wenn ich mich damit hinlege? Ja gut, ne? Das ist jetzt wirklich übles Kämpfen. Campen, beides. Wieder kleiner geworden. Oh Mann. Ist ja auch keiner hier. Toll.
Leute, Raute 1, ich höre dich kommen. Also wie gesagt, den Du tun wir auf jeden Fall noch ab, dann wird es halt eben Überlänge. Top 10. Aber das ist so unverdient, obwohl, naja, ich habe das Haus gefunden. Ich bin rein. So. Glaube, ihr wünscht mir sogar die Raute 1, damit das Elend ein Ende hat. Was war das? Na, 30 am Leben. Zone. Und. So, Zone sei lieb zu mir. Ich dachte gerade, der kleine weiße Kringel wäre es schon, aber dann werden ja keine 29 mehr da. Ich hetze da die gepunktete Linie ab. Bin ich prinzipiell tot? Oh. Scheiße. Ist das hier im... Ne, komm, das machen wir nicht. Ist das hier im Gebäude? Ist das hier im Gebäude? Nein. Ich will gerne hier bleiben. Genau nicht. Gut. Doch. Oh. So, da nehmen wir Rot. Alter Schwede. Sehen es gleich. Die Zone müsste ja dann praktisch direkt bei mir enden. Nein. Aha. Dann kommt aber hier auch keiner rein. Fuck. Puh, das ist ganz schön heiß. Ich habe noch vollen. Tür geht nach außen auf. Habe schon einen Kill. Oh. Das ist so haarscharf.
Okay, da sterben sie alle. Gut. Da ist die Zone. Top 10 Worlds. Leute, das ist für euch vielleicht jetzt nicht ganz so spannend, aber ich habe einen Puls von 400. Wenn da steht, die Zone verkleinert sich in 10 Sekunden, wechsle ich auf die Pistole und renne. Ja, eine Minute ist kein Problem. Sekunden ist es eigentlich schon. Hier draußen bin tot, oder? Zone. Falls die Top 10 ist, mache ich das einfach. Top 10, Leute. Sag mal, wie kann er eigentlich so viel Sonne haben? So ein bisschen Zeit habe ich, aber dann muss ich. Oh. Da sehe ich einen. Da kommt keiner mehr. Ich lasse die sich gegenseitig erschießen, komm. Der ist zu weit weg. Tot. Bis zum Baum, fuck. Weiß, dass ich zu langsam bin, aber ich will zielen können. Was auch immer das war eine Granate. Oh, Leute, ihr wolltet's so haben. Wer denkt da an mein Herz? Da ist keiner. Da ist keiner. Da ist keiner. Und wir haben dich nicht auf dem Schirm. Sieh natürlich gar nichts. Oh fuck. Oh fuck. Was? Was? Was?
Ja gut, AWM, ne? Immer noch keinen zweiten Kill, aber ich brauche ein Spenderherz. So, dann machen wir schnell. Ausgang zur Lobby. Folge ist auch so gut wie vorbei. Raute 5, ein Kill, gute Punkte und dafür kriege ich jetzt eine Kiste. Na, gucken wir mal, was in der Kiste ist. Machen andere Leute riesen Hype drum, bei CSGO zum Beispiel. Aber naja. Bumm, die nehme ich. Öffne ich. So, was könnte drin sein? Wir achten mal drauf. Das da war es. Gut. Das ist 50 wert. Ach, Longsleeve. Gut. So, alles klar, Leute. Ich gehe in Therapie. Nehme meine Tropfen. Bisschen Herzstärkung. Wünsche euch noch eine schöne Nacht.